Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für Mittwoch, den 5. Dezember. Wir haben jetzt den 4. Dezember, Dienstag, bereits 16.26 Uhr. Dieser Tagesausblick ist ein bisschen früher, da man eventuell auch noch heute eventuell etwas für den heutigen Tag zu handeln haben könnte. Wie war denn die letzte Prognose vom Sonntag für Montag? Und den heutigen Handel, im Wochenausblick war die Kennzahl hier oben bei rund 11.560. Das war hier so der maximale Bereich, in den ich mal den DAX momentan gesehen habe. Aus jedem dieser Bereiche hier, also bei der Aufwärtsbewegung, hätte er dann hier nach unten abdrehen können, weil wir haben im Bereich von 11.177 noch einen Bereich, der durchaus noch möglich wäre anzulaufen. Letztendlich kam ja durch diese positive Nachricht USA-China, wie ihr bereits schon mitbekommen habt, diese Eröffnung, das gab Oberseite und da wurde hier dann die maximale Range schon ausgeschöpft. Aus diesem Bereich von 11.560 ist er jetzt letztendlich nach unten abgeprallt und befindet sich jetzt aktuell in einem Unterstützungsbereich, aus dem er, oder ich sage mal so rum, wo er jetzt eigentlich den Anker werfen sollte, in diesem Bereich, wo wir uns befinden, plus minus 20 Punkte, meinetwegen noch, und hier dann mal zumindest die nächste Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen sollte. Das sieht dann wie folgt aus, ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Wir sind jetzt 16.28 Uhr genau in diesen Unterstützungsbereichen. Das ist einmal die 11.357 und dann hier noch die 11.354, also rund 12 Punkte tiefer. Und wie gesagt, hier sollte er sich stabilisieren, um hier dann einmal Potenzial zu haben zur Oberseite in erster Linie bis zu dieser schönen Zahl, die man sich gut merken kann, 11.444. Und dann noch einmal höher bis in den Bereich 11.471. Hier aus diesem Bereich heraus wird sich dann die ganze Geschichte wiederum neu entscheiden, ob hier der Index, ob hier der Index weiter nach oben laufen wird oder nicht. Wir schauen uns schnell die üblichen Verdächtigen an, mit denen ich so ein bisschen ein Problem habe. Da ist einmal der VDAX, mit dem habe ich jetzt kein Problem. Der macht das, was eigentlich so erwartet war aus dieser Nachrichtengemengelage vom G20-Gipfel USA-China. Das nimmt Druck aus dem VDAX raus, die Institutionellen verkaufen ihre oder geben ihre Versicherungen her und fahren hier mal wieder mehr auf Sicht und sind eigentlich von der Gesamtlage, der Marktlage positiv gestimmt und gehen nicht davon aus, dass der DAX hier massiv nach unten fallen könnte. Wo ich jetzt aber so mein Problem habe, ist die Bewegung von Gold, die ich jetzt nicht handle, aber dass diese Nachrichtenlage, das hier für das Gold solch eine Bewegung herauskristallisiert, da, woher das kommt, weiß ich nicht, gell? Also letztendlich muss man sich dann definitiv fragen, hat diese Nachrichtenlage zum Beispiel, dass wir hatten ja diesen Monat schon die Ankündigung, eventuell noch eine Zinserhöhung dieses Jahr, das belastet normal das Gold und auch, dass hier so geopolitisch und wirtschaftspolitisch der Druck ein bisschen raus ist, gerade jetzt mit den USA und China, dass das Gold hier zu zwei doch recht imposante Bewegungen nach oben gemacht hat, verwundert mich, kann ich nicht begründen, eventuell mit einer anderen Begründung, dass hier doch eine Rezession anscheinend im Anmarsch ist, weltwirtschaftlich, und hier doch so langsam hier die Institutionellen oder was auch immer sich hier in Gold investieren, also hier wahrscheinlich
eher das im Fokus, dass wir hier eine Weltwirtschaftsrezession bekommen könnten. Wir sind jetzt hier irgendwo im 10. oder im 11. Jahr, in der längsten Hossephase der Geschichte, die wir je hatten. Und das könnte bedeuten, dass hier, wir handeln ja an den Märkten immer die Zukunft, und das mich, ich bin ja mal gespannt, ob das Gold hier über den Bereich von 1243 kommt. Das wäre natürlich ein mal kurzfristig ein positives Signal, was aber nichts daran ändert, dass es doch übergeordnet noch schlecht aussieht für Gold. Aber da müssen wir jetzt einfach auch auf Sicht fahren von Tag zu Tag. Und was mich auch gewundert hat, das Währungspaar Euro-US-Dollar. Ich hätte jetzt gedacht, nach dieser Nachricht, USA, China kommen klar miteinander, wird hier dieses Währungspaar der Euroraum massiv unter Druck geraten. Dem war nicht so. Also da sieht man, fundamental ist nicht alles so, wie man denkt, dass es sein könnte. Und ja, da ist jetzt 90 Tage Waffenstillstand, also quasi 3 Monate bei USA und China. Mal gucken, ob der Fokus hier von Trump jetzt nicht mehr auf die deutschen Autobauer gerichtet ist. Also auch hier bin ich momentan, wie im Gold auch, muss ich mich zurückhalten mit irgendeiner Meinung. Da warten wir jetzt einfach mal, bis wir entweder hier oben rausgehen oder auch hier unten raus oder dann letztendlich hier unten raus, wo hier dann der nächste Unterstützungsbereich wäre bei 1,1181. So, das war mal zu der Geschichte. Wir schauen uns noch den Xetra Stundenchart an, auch hier etwas Interessantes, gerade jetzt aktuell, auch hier sind wir kurz vor einem Unterstützungsbereich bei 11.341 aus diesem Bereich. Ihr seht hier mein favorisiertes Szenario zur Oberseite hin. Da kann ich mir gut vorstellen, dass er sich hier mal stabilisiert noch am heutigen Abend und dann hier zur Oberseite hin, hier bis in den Bereich von rund 11.487 in den nächsten Tagen. Natürlich haben wir hier noch einen Widerstandsbereich bei 11.432 und dann letztendlich hier 11.485 anlaufen könnten, solange er hier nicht unter diesem Bereich von 11.342 läuft und das nachhaltig. Zurzeit gibt es auf Guidance ein Problem. Man kann hier die Linien und diese Produkte hier nicht mehr, also halt diese Zeichnungen nicht mehr anklicken. Man muss immer neu zeichnen und dann das mal so abspeichern und hoffen, dass in einigen Tagen das mal wieder funktioniert. Es wird wahrscheinlich wieder ein Bug sein. Kann auch an meinem PC liegen, wenn ich ihn ausschalte, wieder einschalte, dass das dann eventuell auch geht. So, also wie gesagt, ich fasse zusammen. DAX-Prognose für den heutigen Handel noch und für den morgigen Handel. Dieser Bereich hier ist eine Unterstützung aus meiner Sichtweise. Wir haben hier noch ein bisschen, ja, ein Gap drin. Dem würde ich jetzt aber erst Bedeutung geben, wenn wir hierher kommen, also hier nicht zwanghaft drauf gehen, dass hier dieses Gap geschlossen wird. Schauen wir mal im Stundenchart rein. Da haben wir dieses Gap hier unten eigentlich erst bei 11.257, das ist hier schon noch eine ganze Ecke, das wird er heute nicht mehr schaffen, wenn er es denn machen will. Ich würde mich hier jetzt eher, ich persönlich hier jetzt genau auf diesem Bereich hier, wo wir jetzt sind oder waren, 11.347 fokussieren, hier eventuell nach einer Bodenbildung auf unteren Zeitebenen schauen, also runter bis 15 Minuten. Eventuell auch im 5-Minuten-Chart ein bisschen Geduld haben. Hier fällt auch diese Trendlinie nach unten. Und dann eventuell, wenn die Signallage da ist, zu Beginn einen Long Trade zu starten, so ist mal mein Plan für heute Abend noch, um hier dann eventuell doch noch einmal längerfristig in den Markt hineinkommen zu können. In diesem Sinne, wie immer, wünsche ich euch für den morgigen Handelstag, den 5.12., alles Gute und wie immer, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.